Das ist erstmal eine Ausstellung, die so noch nicht vorgekommen ist. Einmal beleuchten wir hier eine Widerstandsform, die im Zusammenhang mit Kassetransporten ab und zu mal Verwendung findet, und zwar das Anketten im Gleisanlagen. Und da hinten sehen wir auch schon ein Modell, wo man das nochmal nachempfinden kann. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um nochmal den Aktionsgruppen den Raum zu geben, das zu sagen, was sie damals sagen wollten, um nochmal die ganzen Inhalte, die bei den Aktionen immer untergehen, denen einfach nochmal Raum zu geben, warum das eigentlich gemacht wird und warum der Widerstand so dringend notwendig ist und nötig. Als Motivation für die ganzen Aktionen muss man sich erstmal klar machen, wie viele Anlagen eigentlich oder wie viele Standorte mit Atommüll, mit diesem hochradioaktiven Zeug zu tun haben. Und das haben wir alles mal versucht zu verbildlichen auf hier einer Karte, die wir hier sehen. Und zwar alle gelben Punkte auf dieser Karte sind Atomkraftwerke, das sind erstmal unglaublich viele, ganz Frankreich hier unten in der Freiburger Gegend sind relativ viel. Blau sind Zwischenlager, beziehungsweise potenzielle Endlagerstätten. Und alle schwarzen Punkte haben was in der Uranwirtschaft mit Brennelementeherstellung, mit Urananreicherung zu tun. Unter anderem haben wir auch noch Kontaminationsgebiete dargestellt. Alles, was durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl verseucht wurde, kann man hier ungefähr ein bisschen nachempfinden. Das zieht sich natürlich auch mit rüber bis in den Bayerischen Wald rein, wo man heute immer noch vorsichtig sein soll beim Pilze essen. Und das ist erstmal ziemlich erschreckend, mitzukriegen, wie viel, also dass es so eine unglaublich große Dichte hat. Hier gerade im Freiburger Raum, wo, wenn da irgendwie ein Unglück passiert, unglaublich viele Menschen betroffen sind hier in Mitteleuropa. Ja. Irgendwie sowas. Uns als Ausstellungskollektiv war besonders wichtig, nochmal einen Überblick zu kriegen oder überhaupt nochmal zu informieren, wie eigentlich der Weg des Urans ist bis zum Brennelement. Das haben wir hier mal versucht darzustellen und was denn mit dem Uran passiert, wie viel Müll damit eigentlich produziert wird. Wenn man eine Tonne Uran fördert, werden 998 Kilogramm Müll produziert. Gleichzeitig 2 Kilo von einer Tonne kann man weiterverarbeiten oder wird weiterverarbeitet im Endeffekt. Und das ist schon mal erschreckend. Hier die Urananreicherungsanlage Gronau haben wir mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Brennelementefabrik Lingen, Hermesbürgschaften, alles was damit zu tun hat. Die Aktionsform des Festkettens im Gleisbett wirft ganz viele Fragen auf. Und jetzt haben wir mal versucht, wir haben nach der Aktenlage einen Block mal nachgebaut, nachempfunden, wie er im Gleisbett sich befindet. Und zwar hier stehen wir gerade vor einem. Hier ist quasi die Spurbreite der Bahn nachempfunden. In der Mitte das Schotter oder das Schotterbett. Und da drin sind Röhren verborgen, wo sich die Personen dann festketten. Den Arm reinstecken und unten festketten. Genau, das ist jetzt eine Handfessel, die wir hier sehen. Das ist, mit Hilfe dieser wird sich dann unten in diesem Rohr, an dem Quersteg, den wir hier sehen, hier unten, in diesem Rohr befindet sich ein Quersteg und an dem wird sich dann mit Hilfe von diesem Schloss festgemacht. Die Aktionsform baut darauf auf, dass es versucht wird, den Transport damit so lange wie möglich aufzuhalten, um halt so viel Öffentlichkeit wie möglich zu erreichen. Das ist halt, darum geht es in dieser Aktion, um halt die ganzen Inhalte und was das eigentlich für ein Riesenschwachsinn ist, diese ganze Atomwirtschaft zu beleuchten und in die Presse zu bringen. Wichtig ist jedoch nochmal, dass diese Ausstellung auch zeigt, dass sich diese eine Aktionsform wirklich in den gesamten Widerstand einbettet. Diese Aktionsform hätte lange nicht so viel Kraft, wenn die anderen Aktionen nicht auch so viel Kraft und so vielfältig und so bunt sind. Und das haben wir hier halt nochmal dargestellt. Und jetzt geht es nicht darum, eine Aktion zu hypen, sondern um einen Aspekt aus dem gesamten Widerstand herauszugreifen, den genauer zu beleuchten und diese Inhalte nochmal reinzubringen. Genau. Die Aktion ist natürlich mit dem Herauslösen aus dem Betonblock nicht abgeschlossen und nicht verdaut, sondern es geht dann in eine nächste Handlungsoption, geht dann weiter, und zwar der ganze Gerichtsprozess. Das ist auch wieder eine Möglichkeit, die gesamten Inhalte und wieder an die Öffentlichkeit zu bringen, warum wir die Aktion gemacht haben und so weiter. Recht. Also wir haben Recht, es wird immer wieder deutlich, und die Atommafia gehört eigentlich auf die Anklagebank und nicht die Aktivisten, die sich dagegen wehren. Wir werden hier so lange weiterkämpfen, bis alle Atomanlagen wirklich abgeschaltet sind. Endstation Atom, sofort alles aussteigen aus diesem Drecksgeschäft. Das ist halt uns wichtig, und so lange werden wir weiterkämpfen, bis das passiert ist.